Und wir hatten letzte Woche bereits Temperaturen von bis zu 34 Grad zu verzeichnen. Und auch heute wird es wieder warm. Wir werfen unseren Blick zuerst nach Podersdorf in den Osten des Landes. Heute hier Temperaturen von teilweise bis zu 29 Grad einzuberechnen. Wir gehen weiter nach Tirol, nach Finkenberg. Hier gibt es in den frühen Morgen schon Temperaturen von 21 Grad. Diese klettern aber dann noch weiter nach oben, und zwar bis auf 32 Grad. Wir schauen jetzt nach Gmunden und Sie sehen schon herrlicher, strahlender Sonnenschein, der am heutigen Tag auch erwartet wird. Und jetzt geht es noch nach Kärnten, nach Hermagor. Und wir haben heute bereits gehört, oben in den Bergen, da ist es etwas kühler. Da heißt es unbedingt, den Rucksack aufzuschnallen und ab nach oben. Und wir kommen zuerst zur Europakarte und sehen, es ist weiterhin heiß. In Madrid 40 Grad, die Tageshöchstwerte im Durchschnitt. In Paris bei 37 Grad, London bei 35 Grad, 31 Grad in Rom, 30 Grad in Wien, 28 Grad in Bukarest, 27 Grad in Berlin, 25 Grad in Lissabon. Die Österreich-Karte zeigt es. Heute gibt es kaum ein Wölkchen, das die Sonne etwas abschwächt. 27 Grad in Salzburg, Linz und Zwettl, 28 Grad in Graz, 29 Grad in Klagenfurt, 30 Grad in Wien und 31 Grad im Westen des Landes in Innsbruck und auch in Bregenz. Wir kommen zur 24-Stunden-Prognose im Westen. Im Westen wird es heute am heißesten. Die Tageshöchstwerte erreichen durchschnittlich um die 21 Grad. Im Osten da Durchschnittswerte von 28 Grad. Stellenweise wird es aber hier natürlich auch im Osten etwas wärmer. Damit geht es noch weiter zur 7-Tages-Prognose im Westen. Morgen noch strahlender Sonnenschein, am Mittwoch gibt es wieder Regen, bringt kaum Abkühlung. Sie sehen es auch, die Temperaturen bleiben um die 30 Grad. Im Osten wird es noch einmal heißer, am Mittwoch 33 Grad. Nur die Tageshöchstwerte im Durchschnitt, stellenweise wird es sogar 36 bis zu 38 Grad bekommen. Da heißt es auf jeden Fall vorher noch Abkühlung zu suchen. Und jetzt sind Sie wieder Sie am Wort, denn wir stellen Ihnen jeden Tag gemeinsam mit dem Radiosender Radio Austria eine Frage, wo auch Sie mit abstimmen können. Das bringt uns schon zur Frage des Tages.